Hallo, 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 hallo. Hallo, sind wir live? Hallo? Ich muss halt so vieles blind machen hier, Alter. Das ist echt unangenehm. Hallo? Omar, sind wir live? Hallo? Kann mich jemand hören? Gummo! Auf den letzten Drücker noch. Ist dies live? Muted. Kappa. Zähne drohe hier. Junge, alles umgestellt. Eigentlich müssten die Alerts hier noch kommen. Warum kommen die nicht? Anybody out here? Hallo Da Vinci, Bild zu laut. Pio Pau, Dankeschön für den Prime-Sub. Im 34. Monat und Christ, Dankeschön für den Prime 15. Ich weiß nicht, warum die hier gerade nicht funktionieren in der Szene. Wenn das nur ich oder Twitch einfach ihre Werbung verdoppelt, kann ich dir nicht sagen, ich krieg keine. Also so gut wie keine. Hallo Jauche. Alles verändert hier. Alles komisch. Keine Zeit. 9 Minuten noch, keine Zeit. Hukulu, hallo Gothic, hallo Mac, hallo Benny. Wo ist denn D&D? Sag mal, hörst du nicht zu, Junge? 9 Minuten und dann fängt alles an. Das ist das erste Mal, dass ich Discord-Voice-Streame. Ich hasse Discord wie die Pest, Alter. Ich kann damit nichts anfangen, ich bin Teamspeak-Kind. Ich musste gestern hier alles umstellen. Ich raste aus. Ach man, komm, ich bin am Handy drin. Hier knallt ja mehr Werbung rein als im TV. So eine Kerze für die Atmo. Ich habe schon eine Kerze in der Hand. 2 Stück sogar. Mal gucken, ob alles funktioniert. Ich bin hyped. Bist du den Timmers Channel nennen? Nee, woanders. Werbung ist genauso kacke wie Lila. Oh, die sind schon im... Hallo, kann man hier schon reden? Und hi. Hallo. Bin mal ganz kurz mute, Moment. Mauli, Dankeschön für die Wiesab im 15. Wir gehen sofort rein in eine Pommes. Werbung ist okay, aber die hauen schon auf Kacke. Ich hab keinen, ich hab noch nie. Doch, ich hab, glaube ich, 1 oder 2 Mal auf dem Handy Twitch überhaupt geguckt. Keine Ahnung, wie das da ist. Hallo Tachibana und Cars for Fail, hallo. Hulu. Stimmt, ich muss Dings noch ändern. Das Game, boah, ich denke mal, dass das ist. Oma, ich denke mal, dass das richtig ist. Dungeons and Dragons. Mach mal Musik aus. Kann ich das schließen? Dann kann ich VOD-Sound anmachen. Dann kann ich da rein in eine Pommes. Hallo, hallo, hallo. Nein, oh mein Quatsch. Gott. Hi. Curtis, bist du aufgeregt? Boah, ich habe mir echt Gedanken gemacht, ne? Also viele Gedanken. Da ist gleich wieder Hardcore-IP installiert, oder das was? Ist, ja, ja, das ist ja was ganz anderes, ne? Mhm. Naja, es geht. Ich glaube aber, Curtis hat immer noch so ein bisschen den falschen Eindruck. Er meinte zu mir, dass ihm das so vorkommt, dass D&D sehr steif ist. So. Mhm. Oh Gott, du hast keine Ahnung. Ja, ich habe meine Hintergrundgeschichte runtergeschrieben. Ich habe euch die ja vorher als PDF geschickt. Das sind ja nur 16 Seiten. Ja, ja. Und will jemand, fällt wem ins Wort und ihr müsst euch immer an die Regeln halten. Wie hieß nochmal der Geburtsort deiner Mutter? Wie war das nochmal? Grüntau. Mein Gott, zum 100. Mal die Frage. Das leise Mal. Wenn du dir das nicht gemerkt hast, darfst du die halt jetzt gleich in Charakter nicht bespielen. No? Ja. Oh mein Gott, ja. Hör auf damit.
GTA und der ganze Rest ist halt so Freestyle, ne? Und das ist hier halt so. Ey, du, ja. Das ist auch komplett Freestyle. Das ist auch so. Alles Freestyle. Ja. Sag mir nicht, dass das Freestyle ist, glaub mir, ich dreh durch. Das ist so. Denn in 90% sagst du halt, was du machen willst, und dann muss Snow sagen: Ja, nee, also Moment. Okay. Nee, das geht so nicht. Nee, Snow, Snow ist eigentlich nur dafür da, damit du nicht komplett durchdrehst. Das ist wirklich so. Das ist eigentlich das, was Snow macht. Okay. Bin gespannt. So, jetzt muss ich hier mal gucken. Habt ihr auch das Overlay? Das ist cool. Ja. Braucht noch jemand Hilfe bei? Ich bin zu faul. Mach ich keinen Hehl draus. Ich benutze das nicht. Ja, immerhin bist du ehrlich. Warte mal, wo ist denn jetzt hier? Ihr könnt alle schon mal in den Raum joinen. Dann müsstet ihr auf so einer Wand mit Nebel, mit grünem Rauch sein. Ich und kann mich nicht bewegen. Ausprobieren, ob, ja, ich habe eure Token noch nicht platziert, falls ihr euch noch nicht spoilern wollt. Die werden wir gleich nämlich bei der Vorstellung der Reihe nach draufziehen. Ja. Habt ihr schon umgeswitcht? Nein, ne? Also, dass man das Bild sieht? Nee, man sieht das Bild noch nicht. Also, okay. Ich, also noch. Ich auch noch nicht. Ich sehe nichts, nicht. Ich habe mich umgezogen. Ich hab Maus Tweak gesehen und sie ist voll im Elfenlook und ich habe jetzt einfach so ein mittelalterliches Tunika an. Ey, ihr wollt mich verarschen, ich habe überhaupt kein Kostüm natürlich an. Ich habe eine Tunika an, ganz ehrlich. Quatsch. Eine Tunika? Doch, natürlich. Hat er echt? Klar. Da gucke ich jetzt an. Und dann musst du dir Maus-Stream angucken. Hauke. Ja, Maus krass. Ich habe jetzt aber eine Jeansjacke an, das ist natürlich nicht so passend. Oh mein Gott, mein Ohr. Geht gar nicht. Ja, aber okay. Ist immer laut mit dem Mikro. Ja, ich mach die. Rechtsklick drauf machen und ja, dann ist ja, schon. Ich hasse Discord. So. Irgendwie geht mein Overlay. Doch, geht's. Mit Ohren und allem. Mit Ohren. Elfenohren! Das ist doch kein. Ist eine Tunika nicht immer aus Elfenohren. Wusstest du, dass ich mit denen befreundet bin? Was? Warum bin ich nicht mit ihm befreundet? Das ist die Frage. Wir können gerne mal mit denen abhängen, die sind mega cool. Oh Gott, Alter. Haben die sind manchmal Discord? Auch auf Events, die sind auf dem Webvideopreis waren die, da habe ich die mal kennengelernt. Elfenohren! Ach, wundervoll. Ich verstehe gar nichts. Das eine Mädel, die wohnt in der Nähe, das ist HGIcht, das ist so ein Internet, hast du 100 Pro schon mal gehört? Ja, das du hast auch dieses Hauptschule-Ding. Hauptschule! Ja, Mann. Hauptschule! Das ist von denen. Und die sind eigentlich so ein Künstlerkollektiv. Und HGIcht ist nur eine der Sachen, die die machen. Ja, die sind irre. Also ich muss sagen, die sind einfach irre. Ich kann euch noch empfehlen, dass falls ihr möchtet, dass man im Stream sieht, wann wer spricht, dieses Discord-Voice-Widget anzumachen. Ach, Curtis hört man raus. Ich hab so, was soll das denn jetzt heißen? Weil ich der Assi bin hier, oder was? Du willst nicht, dass ich auf diese Frage antworte. Falls euch das interessiert, da ist ein Link im Gruppenchat. Da müsst ihr einfach bei Voice Widget dann den Server und den Channel auswählen und dann mache ich bei Show Speaking Users Only noch den Haken rein. Das doch auch mal. Ist eigentlich super leicht einzustellen. Ja, ist jetzt halb so wild. Ja. Warte mal, hier fehlt doch nur wer, oder? Ja, Squee fehlt noch. Ja. Was muss denn jetzt alles in der Fensteraufnahme zu sehen sein? Der schwarze Rand auch? Klick einfach mal auf meinen Stream und dann siehst du, was zu sehen sein sollte. Du streamst? Danke für die Werbung, Mau. Ich gebe dir das Geld bei PayPal. Nice. Okay. Ja, dann können wir ja irgendwann mal Lab machen. Mit deiner Tunika, die du da anmachst. Ich hab meine Tunika. Bruder, let's go, Alter. Warte mal. Ja, aber bei dir sieht man, ist das ja viel näher dran und trotzdem sieht man so die Links, diese Tools. Curtis, bist du im Stream jetzt? Bei dir? Guck mal rein. Warte. Bei mir sieht man diese Tools. Hast du ein paar Knöpfe oben aufgemacht? Sieht man ein bisschen Brusthaar? Du kannst die Fensteraufnahme ja so ein bisschen ziehen, damit das passt. Oh mein Gott. Ja, aber wenn ich das ziehe, dann sieht man diese Tools oben nicht. Eigentlich ist mit dir? Also, wenn du es richtig ziehst. Was denn? Ich habe hier nur eine Axt, die ist ganz natürlich platziert. Und oben rechts habe ich den. Warte, ich mach mal. Ja. Also so wie ich spüle, würde ich das irgendwann mal als Dings benutzen, dann um Salat und so zu schneiden. Alter. Oh Gott. Wir wollen es auch sehen. Nee, da müsst ihr bei Stay im Stream reingehen. Der hat gerade eine Axt in der Hand gehabt. Ja, ist schon weg, Chat. Ist schon weg. Lohnt sich nicht mehr. Einfach wieder gehen. Jetzt ist nur noch Tunika da. Also ich habe nichts an. Ist eine Apfelaxt, genau.
Aber hat die jetzt schon geschrieben oder ist die... Sie versucht... Ja, Scooby macht gerade ihren OBS irgendwie an. Ja, ich bin gestern verzweifelt da dran, ne? An diesem Overlay. Der OAuth-Token wurde ja Force Renewed quasi. Also für alle, die das noch nicht gemacht hatten. Ich wusste gar nicht, dass man in OBS irgendwelche Szenen crappen kann und so. Ich hab's aber noch nie gemacht. Ich gehe jetzt übrigens mal live, also ab jetzt hört man euch. Okay. Ja, ich bin schon die ganze Zeit live übrigens. Sorry, falls jetzt hier Insider rausgegeben wurden. Oh, Wecker, 16 Uhr. Das ist doch, ganz ehrlich, das ist doch dein normaler Wecker, oder? Ja, oder? Warte mal. Das ist der, du verpasst den ganzen Tag Wecker. Mau, du kannst. Ja. Du kannst zoomen in Foundry. Ja, das habe ich auch gerade erfahren. Achso, okay. Hätte ich jetzt gemacht, falsch. Danke. Jetzt. Also, wenn ihr da irgendwie, wenn die Szene so weird aussieht, zoomt einfach so, dass es gut aussieht. Ja. Warte, ich chat, ich zeige euch mal, wie das aussieht. Ich muss das richtig einstellen hier. Jetzt habe ich das doch noch nicht richtig. So. Profi-Streamer, by the way. Ja. Was soll ich sagen? Ihr könnt gerade, wo wir eh noch ein bisschen warten müssen, schon mal Folgendes machen. Ja. So, klickt mal bitte oben rechts auf die Einstellung. Okay. Ja, sofort. Das ist dieses Zahnrad ganz oben rechts. Fuck, ich hab das Fenster geschlossen. Nicht so weit oben rechts, Gottes. Das war Spaß. Ja, und dann? Dann klickt ihr auf Module Settings. Und warte. Nee, du ich musst. Kann kein Englisch. Nee. Configure Settings, sorry. Ja. Configure Settings, dann macht so ein Fenster auf und dann ist oben so ein Reiter, da steht Module Settings. Ja. Da klickt ihr rein. Da scrollt ihr dann zu Drag Ruler. Ja. Und dann geht ihr auf Nummer sicher, dass zwei Sachen eingestellt sind. Zum einen Swap Spacebar und Right Click auf an, also Haken drin. Warte, nochmal, was? Swap Spacebar? Ja, Haken an. Okay. Und bei Auto Measure Haken aus. Und unten links also speichern. Und dann noch speichern, ja? Genau. Okay, genau. Save Changes und dann könnt ihr es so machen. Warum könnt ihr euch hier bewegen und ich sehe mein Dings nicht? Wir sehen dein, du siehst unseres, aber wir sehen deins auch. Und wie bewegt du kannst die eigene nicht sehen. Ich sehe seinen nicht. Ich sehe, Curtis doch hier am Rumfliegen. Ich mach gar nichts, warum fliege ich rum? Ja, ich sehe deine Maus. Mal, ich habe auch schon wieder vergessen, wie man so läuft, dass man so automatisch laufen kann. Ich sehe nur Stay, Hauke und Mao. Ich sehe Curtis, der ist genau hier. Ich sehe mich nicht, hä? Dein Mauszeiger, nicht dein Token. Das ist mir zu kompliziert. Ich bin raus. Bis irgendwann. Tschüss. Ja, Curtis hat wieder technisch versagt. Muss dodgen. Ah, PC ist wieder kaputt. Die dritte Grafikkarte kaputt gemacht. Das ist das Mainboard, nicht die Grafikkarte. Ja. Ehrlich. Alle drei Tage geht das Ding kaputt. Ey, Squeeze da. Vielleicht. Sie ist gemutet. Das passiert oft, wenn ich Leute begrüße. Oh nein. Ich habe euch den Test-Hub mal aufgemacht, dann könnt ihr zwischen den Szenen hin und her havern, wenn mal was buggy ist. Ich sehe nur einen. Schnellerer Refresh. Ist nicht offen? Ist nicht offen. Achso, Moment. Jetzt sind beide Szenen für euch zugänglich. Ja. Yes. Bitte kein Anime-Hintergrund, bitte kein Anime. Oh, knistern. So. Ich bin Jimmy. Hi, Jimmy. Oh, Discord Overlay. Hör auf. Endlich mal gemacht. Ich mich hinsetzen. Ich bin nicht ungeduldig. Ich bin die geduldige Person. Ich habe jetzt endlich mein Discord Overlay eingestellt. Achso. Nice. Der Hauke trollt rum. Der läuft durch Wände. Hallo? Hallo? Oh, hallo. What, ey? Holy shit. Was denn? Ah, auf einmal ging der Stream nicht mehr. Cool. Ich bin doch kein Streaming-Profi, ich bin direkt überfordert gewesen. Ist die eine Panik in die nächste umgeschlagen. Passiert, wenn man alles auf den letzten Drücker macht. Jetzt bin ich wieder unmuted. Aber jetzt geht's, oder was?
Ja, jetzt geht's scheinbar. Ein Traum. Ja. Ganz ruhig. Ja. Ist alles okay. Twitch Prime ist immer noch kostenlos. Für alle Beteiligten. Auch bei mir. auch bei mir. Für alle, die bei den anderen gucken, bei denen ist nicht mehr kostenlos. Ja. Nur bei Hauke. Denen nicht. Das mag beim Abschließen bei Stay nicht so aussehen, aber das kostet dann doch was am Ende. Ganz am Ende, das kommt über so eine Gebühr. Ganz am Ende des Monats. Aber das ist doch nur kostenlos, wenn du türkischer Streamer bist. Wir nennen das Rundstream-Beitrag. Da kommt jemand zu euch nach Hause und fragt, wie viele Leute bei euch wohnen. Das ist so ein Twitch-Schenkreis, den wir hier gerade machen. Mhm. Oh, habe ich ja auch neulich geguckt, das über Schenkreise. Kannte ich vorher auch noch nicht. Und dass immer diese Globuli-Leute drauf reinfallen, ehrlich. Ja, es ist halt auch wirklich, ich meine, jede Zielgruppe hat sowas. Ne? Die Startup-Fuzzis haben genauso eine Kacke. Kommen in die WhatsApp-Gruppe. Kommen in die NFT-Finanziergruppe. Ja. Ich fühle mich dumm. Sprach er und warf einen Blick in sein NFT-Wallet. Können wir über andere Sachen reden? Ja, bleib doch mal ruhig. Alter Mann. Welches Level hat denn dein Noob-World-Charakter? 60 natürlich. Achso. Aber ich habe schon wieder gequittet. In der Beta. Ganz kurz, AFK. Nix Beta. Er brasiert. Was macht denn dein GTA? Macht denn dein GTA Live Character, ey? Ja, schon der ist auch Taxifahrer. Der ist schon. Ja, bleib doch mal ruhig, ey. Du dreckige Schwein, Gott. Ich hab da eine Frage. So eine dreckige Lache, ehrlich. Ja, bitte. Ich sehe nur grau, ist das richtig? Du musst auf den Hub oben links klicken. Test-Hub. Also du musst aus dem Test-Hub in den normalen Hub und wenn der nicht richtig anzeigt, dann refresh mal den Browser. Ich glaube, das ist noch nicht mal geladen, weil wenn sie nur grau sieht, dann ist es noch gar nicht geladen. Das dauert beim ersten Mal auch gerne ein bisschen, wenn du zu einer Kampagne kommst. Also einfach den Browser mal laufen lassen. Oder mal neu laden, wenn dir das zu lange vorkommt. Genau. Einfach neu starten. Hilft immer. Ja, genau. Mhm. Wie kacke ist denn dein Rechner? Ja. Es ist halt voll der Ressourcenfresser. Also keine Ahnung, ich kenne nichts, das so hart meine Ressourcen angreift wie diese Software. Das ist halt wirklich... Ich dachte, das wäre nur Pen and Paper. Nee, ich kann auch irgendwie GTA 5 zocken, nebenbei dreimal Minecraft auf irgendwie mit Add-ons emulieren, kein Problem. Welche Software? Ethereum Mine, alles möglich. Ja, ey, alles gut, aber einmal Foundry starten, das war's. Direkt 3 RAM-Riegel durchgebrannt. Oh Gott. Achso, es sieht zumindest schön aus. Ich sehe Squee zumindest mit ihrem Mauszeiger. Ja, seid ihr im Test-Hub? Nee, wechselt mal auf den normalen Hub, bitte. Aber okay. Ich sehe nur schwarz. Oha. Ist das nur schwarz oder siehst du unten dieses Grün? Ich mache euch das aus. Ihr seht jetzt ich sehe gar nichts jetzt mehr. Ich sehe jetzt noch die Ladebalken. Ich sehe immer noch nichts. Ich sehe nur diese fliegenden Punkte. Ich sehe jetzt hier so Dings. Eine Wand? Die Mauer, ne? Ja, die Mauer. Ja. Richtig. Genau. Jetzt sehe ich aber oben einen fetten grauen Balken. Ja, genau. Das ist ja so ein, das ist wie so ein, du kannst ja reinzoomen und rauszoomen mit dem Maus-Scrollrad. Ah. Und du hast sozusagen wie so eine Art Spielfeld. Und das ist jetzt erstmal unser Spielfeld. Ja. Kann man schon umschalten? Halt, ihr bleibt auf, geht auf den Hub. Und ihr müsstet dann die Wand mit grünem raussehen. Wenn ihr, wie Stay das gerade erklärt hat, wenn ihr noch irgendwas anderes seht, zoomt einfach ein bisschen ran, dass ihr nur auf dem Spielfeld seid. Genau. Ihr könnt euch alle mal kurz im Discord in eure Charaktere umbenennen. Oh ja, stimmt. Auch noch. Ja. Echt mal, das kann man aber vorher machen. Habe ich gerade eben gemacht. wie kann man sich denn hier um? Ich hasse Discord. Rechtsklick und dann Edit Server Profile und da kannst du einfach deinen Namen ändern. What? Wo? Ja, genau. Serverprofil. Also rechtsklick auf dich selbst. Okay. Oh Gott, wie heiße ich denn? Ach so. Ich weiß, wie du heißt. Mit Nachname oder reicht der Vorname auch nur? Okay, das kannst du dir aussuchen. Ja, das hättest du mir vorher sagen müssen. Dankeschön. Gerne. Wie ich mich fühle, wenn ich an die Mauer gucken muss als Ostdeutscher? Chat wieder. Oh Gott.
Gott. Chat ist wieder, wirklich heute sensibel. Oh mein Gott. Oh Gott. Oh mein Gott, halbe Unity hier. Oh mein Gott, mein Gott. Uiuiuiui. Guck mal, ich denn mal. Ich hatte irgendwo einen Stift hier. Oh, das verkrafte ich heute nicht. Junge. So, es ist 16.10 Uhr. Sind alle soweit? Hat noch jemand Fragen? Was machen wir? Ja, das werde ich gleich nochmal grob erklären, aber abgesehen davon. Also erstmal nur, dass ihr alles seht. Die Mauer und so. Also ich sehe mich selber nicht, aber wenn ihr mich sehen könnt, ist gut. Naja, du siehst halt die Mauszeiger, deinen eigenen Mauszeiger. Achso, wenn ich jetzt hier oben rechts hingehe? Ja, das ist der Mauszeiger, genau. Oh Gott, das bist so eine Frage. Ja, wo soll ich das? Hallo? Warte mal, hast du mich gerade das F-Wort genannt? Was war bitte? Okay, sorry, Mädels, ich hole mal einen Stift. Ich komme gleich nackt aus dem Pool raus. Wofür braucht er einen Stift? Zum Sachen aufschreiben. Zum Sachen aufschreiben. Metamaske. Das kann ich euch dann tatsächlich empfehlen, wenn ihr irgendwie einen kleinen Zettel und einen Stift habt, dann ist das ganz cool, um Sachen aufzuschreiben, die andere Leute sagen, damit ihr euch das nicht merken müsst. Oh, das ist eine gute Idee. Dann, so 2017. Verbinde ich das mal ganz kurz mit einem Toilettengang nochmal. Ich hab keinen Stift. Ich hab keinen Stift, Mann. Warum habt ihr Stifte? Mach einfach Editor auf deinem PC an. Ja, klar, wie oft? Ja, dann brennt das Motherboard gleich wieder durch, aber weiter. Ich kann hier eh nichts. 20 Seiten offen gerade. Ja. Ich merke mir die Sachen einfach. Ja, es gibt auch Leute, die das nicht machen. Also es ist jetzt kein Muss, aber es ist echt hilfreich. Ja, in einem One-Shot ist das eh nicht so wichtig. Wichtiger wird es, wenn du Kampagnen spielst und du dich dann daran zurückerinnern musst, wie ein NPC, den du vor einem Monat oder einem halben Jahr getroffen hast, hieß. Genau. Deswegen beschreibe ich den einfach. Der kann sich nicht mal seinen eigenen Charakter nennen. Genau dafür habe ich das. Außerdem, der Chat kann mitschreiben, der kann mir das dann sagen. Ist das der laut? Was? Wenn der Chat sich das aufschreibt und mir das sagt, wenn ich den frage? Kann ich den quasi als so eine Wahrsagerkugel ausspielen im RP? Den Chat? Chat existiert in D&D nicht, ansonsten würde das Universum brennen. Ja, das stimmt. Ja, aber da bestimmst du doch, ob das brennt oder nicht. Wer hat da? Ja, hat er doch gerade. Hat er doch gerade. Wenn ich Chat zulasse, dann brennt es. Okay. Ich grüße dich. So, also, Geh weg. Sind irgendjemand, der nicht bereit ist? Irgendjemand, der gerade was braucht? Ist Maus da? Ja, ich bin da. Maus da? Hauke? Der ist, glaube ich, dann. Okay. Squeeze auch da, aber muted? Sag ich nicht. Okay, alles klar. Gut, dann können wir loslegen. Das läuft heute. Okay. Funktioniert bei euch allen das Stream? Overlays fine? Seid ihr ready? Weiß ich nicht. Streamtechnisch. Ich hoffe. Ja. Cool. Wenn jetzt jemand noch eine Frage hat, stell sie jetzt. Ansonsten gebe ich nochmal so eine kleine Einleitung und dann legen wir direkt los. Ihr müsst euch keinen Kopf machen, das meiste ist spontan, also nichts erdenken. Okay. Das wird von ganz allein passieren, keine Sorge. Möchtet ihr, dass ich nochmal grundlegend erkläre, was D&D ist? Ja. Nein. Ja, bitte. Okay, für die Communities, die damit gar nichts anfangen können, zum Beispiel. Mach mal. Wir werden jetzt gleich D&D spielen. Das ist ein Rollenspiel, bei dem wir unsere Fantasie und Vorstellungskraft benutzen werden. Ich nehme die Rolle des Dungeon Masters ein, das ist quasi die Erzählerrolle. Ich werde die Spieler, also alle anderen hier, in eine Geschichte werfen und sie dürfen dann darauf reagieren und mit ihrem jeweiligen Charakter roleplayen. Ich übernehme alle anderen Charaktere. Manche Orte werden wir mit Hilfe von Karten visualisieren, andere müsst ihr euch mit bloßer Fantasie vorstellen und allgemein das, was die Spieler machen, stellt man sich einfach vor. Abhängig davon, was sie genau versuchen, werde ich sie immer mal wieder darum bitten, einen 20-seitigen Würfel zu rollen. Je höher das Ergebnis, desto besser. Jeder Charakter ist einzigartig und hat wie im klassischen Rollenspiel individuelle Stärken und Schwächen, sodass die Gruppe sich hoffentlich ergänzen kann. Die Spieler wissen nicht genau, in was ich sie werfe, dürfen allerdings zu jeder Zeit versuchen, was auch immer sie möchten. Also das Roleplay ist spontan, da ist nichts geskriptet oder so. Und ihre Entscheidungen werden auch Konsequenzen haben. Obwohl wir nur einen One-Shot spielen, gibt es Möglichkeiten oder mehrere Lösungswege. Und am Ende des Tages schaffen wir so eine spannende Geschichte. Dazu Fragen? Nope. Alright. Nee.
Jeder von euch hat abhängig von eurem Charakterhintergrund ein bisschen Vorwissen bekommen. Jeder von euch ein bisschen was anderes, das könnt ihr, wie ihr möchtet, im Roleplay benutzen. Ich werde, während wir spielen, immer mal wieder auf eine andere Karte wechseln und auch das Ambiente wechseln. Wenn ihr irgendwann mal das Gefühl habt, dass der Sound zu laut oder zu leise ist, könnt ihr oben rechts bei der Laute das Ganze ändern und für euch individuell leiser oder lauter machen. Wenn ihr das Gefühl habt, dass eine Map buggy ist oder der Sound buggy ist, das werdet ihr merken, wenn es soweit ist, dann sagt einfach kurz Bescheid, dann fixen wir das und dann können wir sofort weitermachen. Im Bestfall passiert das nicht. Kurze Erklärung, die Laute ist der dritte Button oben von rechts. Da klickt ihr dann drauf, wenn da was läuft. Und wenn da was läuft, erscheint da drin eine Art Lautstärkebalken. Den könnt ihr dann nach rechts und nach links machen. Okay. Aktuell ist nichts drin. Dann fangen wir an. Zuerst nochmal die Prämisse, die ich euch gegeben habe. Das, was ich euch geschrieben habe, für eure Charaktererstellung, damit alle anderen auch Bescheid wissen. Der Story-Hook lautet wie folgt. Ihr seid Bewohner des Landes Veligrad. Ein gefährlicher, nahezu aufgegebener Ort, der von untoten Schreckensherrschern tyrannisiert wird. Große Bereiche des Landes werden von untoten Schergen heimgesucht. Viele Einwohner haben versucht zu fliehen oder sich aufzulehnen, doch die meisten scheiterten. Ihr gehört zu denen, die scheiterten. Die Diener des Vampirfürsten Nostro haben euch gefangen genommen, entwaffnet und bis auf eure Kleidung enteignet. Unser Abenteuer startet damit, dass sie euch gewaltsam in sein düsteres Schloss zerren. Aus Gerüchten wisst ihr, dass dort unheilige Experimente durchgeführt werden. Ihr müsst unter allen Umständen entkommen, ehe ihr als Versuchsobjekt endet und euch nichts mehr retten kann. Dieser One-Shot spielt etliche Jahre vor Blind Eyes. Ach, das spielt in der gleichen Welt? Ja. Tabby mag das nicht. Hin und wieder, wenn ich ganz jetzt kurz... Ihr müsst noch nichts machen? Achso, nein, musst du nicht. Wenn du die nicht hast, ist kein Problem. Das ist nur für die, die sie haben. Okay. Hin und wieder werde ich mal ganz kurz für so 2 bis 10 Sekunden leise sein. Das liegt daran, dass ich dann die Szene wechsle wie jetzt. Oha. Jetzt seht ihr das bei der Laute, könnt ihr lauter und leiser machen. Okay. Mama. Ich setze die Szene. Stellt euch vor, was ich euch beschreibe. Visualisiert das in euren Gedanken. Stellt euch ein, und ihr seht alle die Hintergrundszene? Mhm. Gut. Stellt euch ein riesiges, verwinkeltes Schloss vor, das auf einer natürlichen Klippenanhöhe nach oben ragt. Etliche Türme erstrecken sich hoch in die Luft und sind durch gigantische Mauern miteinander verbunden. Vor dem Schloss befindet sich ein vom Nebel umhüllter Dornenwald, der für einfache Reisende nahezu undurchquerbar ist. Auf der Rückseite der Burg klafft eine steile und gefährliche Klippenwand nach unten. Am dunklen Nachthimmel kreisen etliche Fledermäuse vor einem gespenstisch leuchtendem Vollmond. Und immerzu hört ihr ihre aufgeweckten Rufe. Ihr steht vor diesem Schloss. Genauer gesagt, vor dem großen Burgtor. Jetzt in diesem Moment ziehen euch Gnoll-Skelette mit einem Seil, an das ihr gefesselt seid, direkt darauf zu. Uff. Ich ziehe jetzt nacheinander eure Charaktere auf die Spielfläche und ihr dürft euer Aussehen beschreiben. Zuallererst wird Tilion gezogen. Ah! Verdammt! Du darfst dein Äußeres beschreiben. Also, kurze Frage nochmal. Burgtor. Vor mir ist ein... Ist dieses Wesen, dieser Gnoll, dieser Knochengnoll. Ja? Ja. Und ich bin gefesselt? Du bist gefesselt. Ihr alle seid mit den Händen an ein Seil gefesselt, das mehrere dieser Gnoll-Skelette vor sich herziehen und euch damit mit sich schleifen. Okay. Und,
Das ist so, wie viel Abstand habe ich? Also ist der direkt vor mir oder könnte ich mit den anderen reden, die wahrscheinlich hinter mir? Sind wir in einer Reihe? Ihr seid in einer Reihe hintereinander. Ah, okay. Gut, also was ihr sehen könnt, ist ein stattlicher, 92 Zentimeter großer Halbling. Ja, hör mal auf, 92, niemand ist so groß. 92 Zentimeter groß, besonders auf die 2 Zentimeter liegt Tillion Honigtopf besonders wert. Er ist in einfache Tunika gekleidet, braun, ein bisschen schwarz, ein einfacher Gürtel und trägt keine weiteren Waffen an sich. Er hat sehr, sehr zerzaustes, wuscheliges Haar, wirkt allgemein sehr konfus, einen ungepflegten Bart und macht einen unsicheren Eindruck, verängstigt offensichtlich und weiß nicht genau, was auf ihn zukommt. Er ist, trägt nichts weiter bei sich. Das war's eigentlich, ja. Das ist Tillion. Ganz vorneweg. Direkt dahinter befindet sich ein Gnomen. Ey. Und auch du darfst dich beschreiben. Oh mein Gott. Das ist 24. Oh, sehr gut. Wir sind halt ein Kobi-Kiffen. Also, das ist Minxie. Minxie ist eine 80 cm große Gnomenfrau. Sie verhält sich aber so, als wäre sie 1,80 mindestens. Sie hat wuscheliges, lockiges, rotes Haar und ist ein bisschen lebensmüde. Kann man ihr das ansehen? Naja, sie hat crazy eyes. Okay, alles klar. Obviously. Dann sieht man ihr das an. Und ein 420-Beutel dabei. Also leg dich nicht mit Jan. Und Minxie, auch du spürst, wie diese Gnoll-Skelette ruckartig am Seil ziehen, sodass du einen Satz nach vorne machst. Härter, Daddy. Ey, Vorsicht dahin! Ey, nicht so fest! Arschloch. Direkt dahinter befindet sich diese Person. Dr. Jockel, du darfst dich beschreiben. Oh Gott. Oh Gott, der Doktor. Ja. Dr. Jockel ist ein Mann, dessen beste Jahre nicht mal mehr er noch im Kopf hat. Relativ groß, aber sehr hager. Gezeichnet von so ziemlich jeder Substanz, die das Reagenzglas hergeben könnte. Verbal wie auch visuell eine Herausforderung. Aber gesegnet mit einer Intelligenz und einer gewissen andersweltlichen Grazie, die er auch ausstrahlt. Wie das reagierst war's. Du auf Ruck, den nächsten Ruck, der euch nach vorne zieht? Entschuldigen Sie mal bitte! Die Gnoll-Skelette reagieren nicht darauf, sondern ziehen nur noch fester. Au! Halt die Klappe! Und jedes Mal, wenn ihr gezogen werdet, stößen eure Körper immer so ein bisschen miteinander zusammen. Wie so ein kleiner Domino-Effekt, weil ihr relativ nah aneinander gebunden seid. Verzeihung. Verstehe ich das richtig, dass meine Hände vor meinem Körper zusammengebunden sind, ne? In so einem. Genau, ihr geht in einer Reihe, eure Hände sind verbunden, übereinander gelegt und zugebunden und dann geht das Seil weiter zum nächsten Gefangenen bis nach hinten. Könnte ich mich bei den ruckartigen Bewegungen die Handknöchel so ein bisschen nach außen zu drücken, um den Druck zu lockern? Weil ich kann mir vorstellen, dass durch diese Knotenverbindung, dass ja alles unter einer Spannung steht, gelöst wird, wieder unter einer Spannung steht. Kann ich das versuchen, so ein bisschen aufzumachen? Kannst du versuchen, aber lass uns erst die anderen Charaktere beschreiben. Okay, Entschuldigung. Kein Problem. Direkt hinter Dr. Jockel läuft noch eine weitere kleinere Gestalt. Tabi, du darfst dich beschreiben. Das ist einfach perfekt. Ist das ein Maulwurf? Nein, das ist Tabi. Beschreib dein Äußeres. Wie siehst du aus? Tabi, stolze 69 Zentimeter. Hart wie ein Backstein. Genauso schlau. Gekleidet in Lederrüstung. In leichter Lederrüstung. Die dir abgenommen wurde. Gerade tragt ihr alle nur einfache Kleidung. Ihr könnt euren Mantel oder einfache Lederkleidung. Ich mag Leder.
Tabby mag Leder. Okay. Die schützt zwar nicht gut, aber fühlt sich gut an. Also ein kleiner Rock Gnome mit Lederrüstung oder mit Lederkleidung. Lederkleidung, richtig. Und hinter dir wird noch jemand gezogen, Tabby, die letzte Person in eurer Reihe. Mhm. Lili, du darfst dich beschreiben. Dein Äußeres. Also das ist Lili, Elfe, Waldelfe, beziehungsweise auch Beastmaster. Tatsächlich irgendwie die größte in der ganzen Gruppe, erschreckenderweise. Also bitte. Entschuldigung. 1,87. Okay, nicht ganz die größte, aber sonst eigentlich immer die kleinste. Hier anscheinend doch ein bisschen größer mit 1,62. Ja, dadurch, dass wir unsere ganze Rüstung natürlich abgenommen bekommen haben, habe ich tatsächlich auch nur noch das Kleid an und Schuhe. Das war's. okay. ja, ich Curtis verliert schon die Kontrolle. Ich bin so ein bisschen skeptisch anderen gegenüber und vertraue auch nicht so schnell. Und bin du musst nicht so detailliert deinen Charakter beschreiben, sondern nur das Aussehen. Okay, ja, dann das war's auch schon. okay. Oder wenn du so Eigenschaften beschreiben willst, dann guckt sie wahrscheinlich gerade etwas skeptisch, etwas misstrauend auf die anderen vor sich. Ziemlich angepisst auch. Und angepisst, während sie auch den Ruck des Seils spürt und gegen Tabby stößt. Hey, Vorsicht da vorne. Tabby wird von der Elfe zurück. Tabby mag das nicht. Ja, ich mag das auch nicht. Hey. Was ekelhaft. Tilion würde sich zu Wort melden ganz vorne und würde versuchen, den Knoll anzusprechen. Entschuldigen Sie. Entschuldigung. Oh Gott. Du hörst nur das Klackern der Knochen, aber er scheint sich nicht wegen deiner Worte umzudrehen. Aha. Entschuldigung. Und er wird weitergezogen. Entschuldigung zu dem. Der versteht dich doch eh nicht. Höflichkeit zahlt sich immer aus. Kann ich ein bisschen ziehen, dass er nach hinten fällt? Ja, klar. Tilion? Gib mir einen Athletics-Check, aber vorher darf Tilion mir noch einen Sleight of Hand oder Athletic-Check machen, um versuchen, seine Arme ein bisschen unter dem Druck des Seils zu lösen. Ich versuche jetzt sozusagen mit dem Druck des Seils und diesen Worten, die ich wähle, den Zeitraum zu schaffen, um da ein bisschen freizukommen. Ja. Du willst Sleight of Hand? Sleight of Hand oder Athletic. Okay. Okay. Du schaffst es so ein bisschen, den Druck des Seils zu lösen. Und dann. Wie kriege ich denn nochmal meinen Charakter? Einfach Doppelklick auf dein Token, genau. Und dann, Minxi, darfst du mir einen Athletics-Check geben. Doch, diesen Wert, ne? Den hätte ich vielleicht irgendwann mal pushen sollen. Du ziehst so schwach daran, dass Tilion gar nicht mitkriegt, dass du es versucht hast. Sehr gut. Okay. Ihr werdet weitergezogen und steht, wie gesagt, vor diesem großen Burgtor. Und die ziehen euch da durch. Ruckartig, Stück für Stück, ruck, werdet ihr nach vorn gerissen. Die sind dabei auch nicht wirklich empathisch oder sensibel. Die machen das einfach wie ein Mechanismus, der halt funktionieren muss. Und das heißt, die reagieren auch nicht auf irgendwas, in Einflüsse oder sowas, irgendwas? Die gehen einfach durch? Und auch die ganze Zeit, während ihr schon, und ihr seid schon ein paar Stunden unterwegs, also wahrscheinlich erschöpft, und die ganze Zeit, während ihr von diesen Gnoll-Skeletten, das sind mehrere, stellt euch so ein ganzes Pack vor, um die 10, 15 Stück, die euch eskortieren, die ganze Zeit, während ihr mit euch gerissen oder mit ihnen gerissen werdet, hat sich keins umgedreht, die haben auch nicht miteinander gesprochen, die funktionieren einfach wie automatisch. Okay. Und als ihr das Tor passiert, das große Burgtor, fühlt es sich so an, als würde man die Schwelle vom Leben zum Tod überschreiten. Ihr überquert einen kaum beleuchteten Hof und werdet dabei von etlichen Vampirsoldaten und Ghulen beobachtet, die überall verteilt stehen. Manche hinter so einem alten Brunnen,
Manche auf der Mauer selbst, manche gucken aus Fenstern aus dieser riesigen Burg. Ihr seht Schatten in den Korridoren umherhuschen, die einfach interessiert Blicke nach draußen werfen. Und ihre gierigen roten Augen folgen euch mit jedem Schritt. Alles hier wirkt trostlos und düster und es riecht nach Tod. Dazu kommt die beißende Kälte, die euch in die Schranken weist. Es ist so kalt, dass jeglicher Atem, den ihr ausstößt, sich in so kleinen Wölkchen mit dem Nebel vermischt. Ist das eine ungewöhnliche Temperatur für Veligrad? Nein. In Veligrad ist es oft kalt, aber explizit an diesem Ort, in dem Moment, wo ihr unter dem Burgtor entlang geht, habt ihr das Gefühl, dass es noch kälter wird. Und plötzlich nähert sich ein Mann. Er kommt einfach über den Hof in eure Richtung. Bei genauerer Betrachtung ein Vampir. Ihr seht scharfe Fangzähne, einen langen schwarzen Zopf, der im Wind weht und feine Kleidung, wodurch er sofort heraussticht. Er nähert sich bis auf ein paar Meter, wirft einen prüfenden Blick auf euch und spricht. Uff. Er sagt: Ah, endlich mal etwas anderes als triechtes menschliches Bauernvolk. Und begutachtet dabei besonders die Gnome und den Halbling und die Elfen. Nein, 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 nein! Ihr seht auch in seinen Augen einen gierigen Blick und Begeisterung. Direkt danach kommen weitere Gnoll-Skelette hinter euch hervor und präsentieren ihr eine große Kiste. In der Kiste erkennt ihr, also stellt euch vor, wie die an euch vorbeigehen, an eurer Gefangenenlinie da. Und in der Kiste seht ihr eure eigenen Sachen. All das, was man euch abgenommen hat. Hey, meine Flöte! Das ist mein Stein! Lach nicht, alter Mann! Das gehört mir! Die Skelette nähern sich dem Vampir. Und sein Blick wandert begutachtend zwischen euch und der Kiste hin und her. Ganz oben drauf liegt eine Trommel. Er nimmt die in die Hand. Es ist wohl die außerordentlich gewöhnlichste Trommel, die ich je gesehen habe. Hey! Muss er nicht gleich persönlich werden? Wie war das nochmal mit dem höflich? Was soll das? Ein seltsamer Vogel fliegt am Mond vorbei. Ein Kackert laut. Ich würde gerne mit dem seltsamen Vogel sprechen. Ich laut etwas rufen. Was möchtest du schreien? Nee, ich kann noch mit Tieren kommunizieren. Dazu ist er zu weit weg. Ah, okay. Der Vampir dreht sich mit so einem verächtlichen Blick zwischen der Kiste und euch hin und her. Braucht ihr die Trommel, braucht ihr doch nicht. Oh. Kann ich die haben? Ihr habt immer noch nicht verstanden, in welcher Lage ihr euch befindet, oder? Diese Trommel. Und er lehnt sich nach vorn. Werdet ihr nie wiedersehen. Tatsächlich. Und Tyrion lehnt sich. Lehnt sich er nach vorn, so dass er näher rankommt? Ja, er lehnt sich richtig nach vorn, beugt seinen Oberkörper nach unten, damit er quasi mit dem Gesicht vor deinem steht. Theon lehnt sich so zurück und würde so ein bisschen nach hinten ausrutschen und sozusagen wie so ein Dominostein umfallen. Oh nein. Minxi, plötzlich spürst du, wie Tilion auf dich draufhält. Hey, geh runter, du bist so schwer. Fallen wir jetzt wie Dominosteine aneinander, bis es jemand aufhält? Mach mal einen Strength Saving Throw, Minxi. Oh Gott, wie geht das nochmal? Oben, bei deinen Hauptattributen. Bei Strir für Stärke auf den rechten Wert. Klicken. Wundervoll. Ja, Minxi fällt sofort um. Und knallt gegen Jockel. Aua. Dr. Jockel. Zusammen mit Tilion. Der euch allerdings halten kann. Steht wie eine Mauer. Super, alter Mann, super.
Verzeihung. Entschuldigen Sie mal bitte. Insbesondere Sie da vorne, junger Mann. Übler Blutatem, wirklich. Du riechst ein bisschen. Ja, auch. Ne. Und Tillion steht wieder auf. Hat sich, würde nochmal die Chance nutzen, um das Seil weiter zu lockern im Tohubabohu. Deswegen ist er nämlich umgefallen. Mhm. Mach noch einen Check. Sleight of Hand, ja. Ja. Und es gelingt dir noch ein Stück. Und dann kannst du mir noch einen Stealth-Check geben. Sehe ich, dass er versucht, das Seil zu lockern? Ich mache erstmal einen Stealth-Check. Dann kann ich es dir sagen. Was ist deine Passive Perception, Dr. Jockel? Ja. Du siehst es nicht, du kriegst es nicht mit. 13 ist meine Passive Perception. Tillion, dir gelingt das und du hast das Gefühl, dass niemand um dich herum das gemerkt hat. Nicht mal der Vampir, der dir quasi im Gesicht steht. Und der ist immer noch auf dich fokussiert und dann spricht er. Diese Trommel, die werde ich an mich nehmen. Oh nein. Die werdet ihr nie wiedersehen. Genauso wie alles andere, was sich in der Kiste befindet. Und dann lacht er, hämisch. Ich lach so ein bisschen mit. Sein Gesicht dreht sich zu dir und nimmt eine ernste Haltung an. Findet ihr das witzig? Ich find's witzig, dass er keine Trommel mehr hat. Und ihm scheint das nicht so ganz zu passen, dass du gute Laune hast. Er... Entschuldigung, junger Mann, Entschuldigung. Ich versuche mich an den Vampir zu richten quasi. Mhm, er dreht sich zu dir. Ich bin mir doch relativ sicher, dass es sich hier um eine Verwechslung handeln muss. Also ich möchte meine unverkennbare Andersartigkeit in dieser Gruppe doch mal deutend herausstellen. Ja, da habt ihr recht. Ihr seid wohl am wenigsten wert. Ja, ja, ganz eurer Meinung, ganz eurer Meinung. Also wenn keine Umstände, dann würde sonst ich jetzt mir auch dann... Oh, keine Sorge. Ihr werdet zuerst in die Experimente nach Hause gehen. Oh, entschuldigen Sie, ich hab Ihnen dazwischen geredet. Entschuldigung, also nochmal bitte. Ich sag euch was. Und er guckt der Reihe nach. Ich hoffe. Lang. Ich werde persönlich dafür sorgen, dass ihr sofort drankommt. Und auf den höchsten Turm gebracht werdet. Was reden die davon? Ich verstehe kein Wort. Dann ist der Weg nach Hause ja noch weiter. Also, junger Mann, Sie missverstehen mich ja zur Gänze. Und direkt danach dreht er sich zu den Gnoll-Skeletten und nickt denen zu, die sofort anfangen, sich weiter zu bewegen. Na! Ihr spürt das ruckartige Ziehen des Seils. Au! Dann mag das nicht. Mein Gott. Und... wie sich andere Gnoll-Skelette von hinten nähern. Vor allem Lilly merkt das, denn plötzlich spürst du das Stechen einer Speerspitze in deinem Rücken. Hey, langsam. Sie verletzt dich nicht, aber du kannst nicht stehen bleiben. Sie zwingen euch dazu, weiterzugehen. Und der Vampir geht jetzt voran und macht es sich zu seiner Aufgabe, euch persönlich zu eskortieren. Ist dieser Vampir in Veligrad bekannt? Also würde Tillion ihn kennen? Mache einen History-Check und das können alle machen. History. Wie ging's nochmal? Lili, du darfst den auf Advantage machen. Wie ging das nochmal? Oh mein Gott. Alles klar, der jockelt hier erstmal die Würfel raus. Er hat eine Wie ging der History-Check nochmal? Einfach auf History in deinem Charakterbogen klicken und Lili, du darfst den auf Advantage machen. Das bedeutet, du kannst auf die 5 im Chat gehen und auf das Plus drücken. Okay. Dann würfelst du nochmal und darfst das Bessere nehmen. Ja. Okay, warte mal. History. Warte, jetzt habe ich als einziger keinen History-Check gemacht. Okay. Scheinen kenne ich niemanden. Zillion. Minxie, möchtest du auch noch oder möchtest du nicht? Das ist Ach so, nochmal hier den... Ach so, du hast sie hat schon, sie hat schon. Okay. Zillion. Lili und Dr. Jockel, ihr alle glaubt, diesen Vampir zu kennen. Der ist immer wieder mal außerhalb der Burg unterwegs gewesen und hat... Ich war quasi bei seiner Geburt dabei. Also. Du kriegst gleich noch mehr.
Das ist die Fassung für euch drei und danach kommt ein Zusatz für dich. Der ist immer mal wieder außerhalb von der Burg gewesen, von der Festung und hat Dörfer in Schutt und Asche hinterlassen. Es gibt mehrere Vampire, also wirklich mehrere, die in diesem Schloss hier wohnen und mehrere davon haben höhere Stellungen. Er davon ist einer. Ja, er ist einer davon. Und er besonders hat den Ruf, sehr gehässig und gewaltsam zu sein. In quasi allem, was er macht. Und Dr. Jockel, du weißt noch, dass der Vampir Armand Xatu heißt. Ich würde versuchen, den anderen zuzuflüstern, sodass der Vampir es nicht hört. Und frage die ganze Gruppe, hey, kennt ihr den Blutsauger da vorne? Kommt euch der auch nicht bekannt vor? Wird das jetzt so ein Flüsterpost-Ding? Weil sie ist ja ganz hinten. Ja, sie spricht mit. Ich spreche halt ein bisschen lauter, aber so, dass vorne der Vampir uns nicht hört. Das Problem ist, dein Vehikel für Informationen ist Tabby. Ist Tabby. Ja, eben. Und der ist zwei. Well. Magst du mir den Namen nochmal bitte sagen, kurz, Snow? Armand Xatu. Mhm. Wachtmeister auf der Festung, hochrangiger Vampir, sehr gehässig und gewaltsam. Auch ein schöner Ruf. Hat eine extrem kurze Zündschnur. Kurzer Zündschnur. Das erklärt doch die Gehässigkeit. Okay. Bin ganz nett. Also Lilly versucht das zu flüstern und Tabby, willst du das dann weiter flüstern? Ich flüstere das weiter. Okay. Oh Gott. Willst du es selber sagen oder? Ich? Weißt du noch, was Lili dir gesagt hat? Was flüsterst du an Dr. Jockel? Keine Ahnung. Okay. Ich stupse Tabby nochmal an und sag nochmal, hey, jetzt kannst du das den Vorderen nicht weiter... Ja, was willst du denn? Wir haben ganz andere Probleme als dein Quatsch und Tratsch hier gerade. Frag die mal, ob die den kennen, bitte. Wen? Grüß einfach. Na, den Vampir, den Blutsauger. Welchen Vampir? Ich sehe niemanden. Oh mein Gott. Ich sehe nur diesen gebrochenen alten Mann vor mir, der nach Pfeifentabak riecht. Nein, nicht der. Den kenne ich nicht. Kennst du den? Nein, ich kenne hier auch niemanden. Kennen wir uns? Nein. Gott, das hat einfach einen Stein als Gedanke. Ruf ist der Perception Check? Ich wollte nur machen, ob ich mitkriege, was die sagen. Ah, okay. Ja, du hörst, dass die so ein bisschen flüstern, aber das ist ganz normal. Habt ihr immer wieder gemacht auf eurer Reise. Was soll ich dem sagen? Wem soll ich was sagen? Frag mal vor dir, ob er den Blutsauger kennt. Er weiß schon, was gemeint ist. Glaub mir. Dem wen? Den Blutsauger, den Vampir, ob er den kennt. Den Mann vor mir? Vor dir mal an, ja? Mach einfach. Okay. Tabby greift nach dem Mantel des alten Mannes. Oder versucht, nach dem Mantel zu greifen, um auf sich aufmerksam zu machen. Na hoppala. Ich drehe mich um. Hey, du da oben! Ja, ich, ja, bitte. Was sollte ich nochmal fragen? Und während ihr weitergeht und die Gnoll-Skelette euch mit sich ziehen, geht ihr in die Burg hinein. An vorderster Front läuft der Vampir Armand Xatu. Ihr betretet die große Eingangshalle der Burg. Die Inneneinrichtung ist kaum zu erkennen. Nur wenige Kerzen werfen vereinzelt Licht auf die im Schatten stehenden aristokratischen Möbel. Viele davon sind aus sehr hochwertigem Holz, vielleicht Mahagoni. Ihr geht für etwa 15 Minuten durch die Burg. Und immer wieder mal seht ihr in so einem Schatten aus einem weiteren Korridor oder aus so einem halb geöffneten Raum, an dem ihr vorbeigeht, rot funkelnde, gierige Augen, die euch hinterher starren. Die ganze Burg scheint voll zu sein. Nicht nur mit Vampiren, sondern auch mit anderen Wesen. Skelette hauptsächlich. Und nach noch weiteren Minuten findet ihr euch an einer großen Wendeltreppe wieder. Sie führt zu einem hohen Turm hinauf. Die ganzen Korridore, die ihr gegangen seid, waren sehr verstrickt. Ihr seid wirklich eine Weile gegangen. Und immer wieder weiter nach oben. Ihr seid dutzende Treppen nach oben gegangen. Und dann erneut sticht man euch spitzes Eisen in den Rücken. Vor allem Lilly. Aua! Und ihr geht die Treppe hinauf.
Kann mich jemand tragen? Ziehen ja immer mal. Ich würde gerne weiter versuchen, mich aus dieser Schlinge mit den Seilen zu befreien. Okay, mach noch einen Check. Ich habe eine Frage. Ja? Kriegen die letzten zwei hinten mit, was vorne immer passiert? Und auch was gesprochen wird? Wenn sie laut sprechen, ja. Okay. Tilion, du hast das Seil so weit gelockert, dass du dich aus den Fesseln lösen könntest, wenn du wolltest. Du hältst es jetzt quasi nur noch so fest, dass es nicht auf den Boden fällt und man das nicht merkt. Okay. Wir gehen ja die ganze Zeit, oder? Also wir haben keinmal angehalten jetzt auf dem Weg. Ja, hin und wieder stößt ihr miteinander, sodass dieser Gefangenentransport kurz stockt, aber ihr seid quasi die ganze Zeit gegangen. Meine Milz. Wie sind wir denn aneinander gekettet? An den Händen? Mit einem Seil. Stell dir vor, du hast die Hände übereinander gelegt, zu einem X, und eure Handgelenke sind mit einem festen Knoten zusammengebunden und dann zieht sich das Seil weiter zum nächsten und so sind alle miteinander verbunden. Kann ich in der Zeit versuchen, an meinen Schuh zu kommen, um dort was rauszuholen? Kannst du machen. Das petzig. Gib mir einen Sleight of Hand und einen Stealth-Check. Ui. Stealth. Du schaffst es, dich zu bücken in einem günstigen Moment. Aber ehe deine Hände an deine Schuhe kommen, siehst du, wie ein Gnollskelett oder spürst du, wie ein Gnollskelett von hinten mit der Speerspitze tiefer in deinen Rücken bohrt. Und das mitbekommen hat. Verstehen die uns, oder? Du gehst davon aus, dass die Skelette euch nicht verstehen, nein. Okay. Aber die haben definitiv mitbekommen, dass du versuchst, dich zu bücken. Sprich, du brichst ab, ehe du irgendwas Genaueres machen kannst. Okay. Verdammt. Und dann geht ihr hoch. Und oben angekommen, öffnet der Vampir, der euch führt, die Zimmer. Ich würde übrigens gerne, sorry, dass ich nochmal unterbreche, ich würde übrigens gerne auf dem Weg ab dem Zeitpunkt, wo ich weiß, dass ich das Ding einfach loslassen kann, nach günstigen Möglichkeiten suchen, im Schatten zu verschwinden. Ich lasse. Rein theoretisch gibt es überall Gänge, an denen ihr entlang geht, aber überall sind weitere Kreaturen, die da rumhuschen und lauern. Ihr werdet neugierig beobachtet, sodass du bisher keinen günstigen Moment gesehen hast. Okay. Und dann öffnet er die Tür zum Turmzimmer und der Reihe nach werdet ihr hineingezogen. Ich wechsle die Szene. Kein Token. Dunkel, kein Token drauf. Ich muss eure Token raufziehen und jetzt müsstet ihr alles sehen. Müssen wir uns nochmal so aufstellen? Ihr könnt euch. Ich stehe jetzt selber rausziehen. Ich habe da einen Token raufgezogen. Ihr müsstet jetzt alle die Map sehen. Ihr könnt euch der Reihe nach positionieren, Tilion nach vorne und bitte hier in einer Reihe aufstellen. Okay. Hier oben ist die Tür, aus der ihr... Ach so, da muss ich nach unten, sorry. Genau. Ich zieh meinen Token. Bisschen eng hier, ne? Ich zieh deinen Token nochmal drauf. Okay. Siehst du es jetzt? Mhm. Okay, dann stelle ich mich hier vor. Sind wir hier? Wonach riecht das hier drin? Erkläre ich euch sofort. Okay. Der Reihe nach. Ich sehe jetzt die Token von den anderen nicht. Also nur den von Curtis. Also okay. Dann wechsel mal oben auf den Hub und zurück aufs Turmzimmer und dann solltest du alle sehen. Oben links ist so ein Ding, genau. Nö. Immer noch nicht? Nö. Ich ziehe deinen Token nochmal rauf. Ich habe gleich mal also noch eine Frage. Meinen sehe ich, aber ich sehe halt
Wie ist es jetzt? Die anderen Spieler nicht. Außer Tabi sehe ich keine anderen Spieler. Siehst du sie jetzt? Nö. Okay, dann refresh nochmal. Und wechsel nochmal zwischen Hub und Lumpen. Dürfte ich eine Sache fragen? Ja? Lilly hat ja gerade versucht, an ihre Schuhe ranzukommen, ja? Mhm. Bekomme ich das als Charakter mit? Der quasi vor ihr steht so? Nein. Okay. Dazu war ihr Stealth-Check noch zu gut. Der Stealth-Check rettet immer deine Passive Perception in solchen Fällen. Okay, ich beschreibe euch, was ihr seht. Und Squee, du versuchst einfach weiter das zu fixen. Wenn es gleich immer noch nicht geht, sag Bescheid. Oh? Einfach mal Browser refreshen, zwischen Hub und Turmzimmer hin und her wechseln und dann müsste es eigentlich gehen. Okay. Ihr betretet das Turmzimmer. Drei Tische stehen in der Mitte des Zimmers. Und ihr könnt immer so ein bisschen mit der Maus und mit Rechtsklick gedrückt halten, rumzoomen, die Perspektive wechseln und euch alles genau angucken. Drei Tische stehen in der Mitte des Zimmers. Auf zweien befinden sich miteinander verbundene gläserne Gefäße, in denen grüne und rote Flüssigkeiten blubbern. Auf dem dritten liegen Schriftrollen und Bücher, das ist der, vor dem ihr steht. An den Wänden stehen mehrere große Käfige. Es gibt ein geöffnetes Glasfenster, durch das Mondlicht hineinschimmert. Ganz hier hinten. Die Wände sind allesamt mit Knochen und Schädeln verziert, die in den Stein gearbeitet wurden. Das Zimmer ist voll von stark beißenden grünen Dämpfen, die bereits jetzt bei euch allen schon Hustreiz auslösen. Beste GTA-RP-Verletzung ausspielen, husten. Zu Hause! Neue Skelette ziehen euch rein, ruckartig, und verteilen sich ein bisschen links und rechts neben euch im Raum. Der Vampir stellt sich zufrieden an den Tisch, lehnt sich so ein bisschen daran, legt eine Hand auf die Tischfläche und dann plötzlich seht ihr, wohin er guckt. Nämlich hierhin. An der gegenüberliegenden Wand steht ein eindrucksschindender Mann. Er trägt einen feinen schwarzen Mantel mit detailreichen lilanen Stickereien, die sich an der ganzen Kleidung entlang ziehen. Wer auch immer den Mantel genäht hat, muss Tage nur mit diesen komplexen Verzierungen verbracht haben. Um seinen Hals trägt er ein lilanes, sorgfältig getrocknetes Tuch, geknotetes Tuch, trocken ist es auch, und seine Ohren ähneln denen der Elfen. Also zum Beispiel Lilis Ohren. Seine rot leuchtenden Augen und scharfen Fangzähne lassen keine Zweifel übrig. Auch das ist ein Vampir. Und die bloße Präsenz dieser Kreatur lässt euch erschaudern. Es fühlt sich so an, als würde er einen gewaltigen, bedrohlichen Schatten über euch werfen. Ihr seht, wie er eine staubige Leinendecke über einen Käfig wirft. Bevor die Decke den Käfig verdeckt, seht ihr noch die Umrisse einer verunstalteten Kreatur, die im Inneren am Boden kauert. Nur kurz seht ihr die rote Haut des Wesens. Möglicherweise ein Tiefling. Und direkt darauf schließen die Gnollskelette die Tür hinter euch, sodass ihr in das Turmzimmer gesperrt seid. Wie viele Gnollskelette sind im Raum? Insgesamt jetzt 4. Alle anderen lösen sich von euch und gehen die Wendeltreppe wieder nach unten. Das heißt, die hinter Lilly standen? Genau. Es mag wie eine dumme Frage wirken, ne? Aber haben die Gnollskelette unsere Fesseln angelegt? Nein. Okay. Ihr wurdet von einem Trupp gefangen genommen, der von einem Vampir geführt wurde. Der hat das gemacht und die Gnollskelette sind nur quasi die Eskorte. Mhm. Okay. Die Tür ist zu. Die Skelette stellen sich wie so Wachen verteilt im Raum auf. Squee, geht bei dir die Szene mittlerweile? Ja, stehen die jetzt immer in Zweiergruppen oder? Mhm. Die stehen in Zweiergruppen. Okay. Nice. Ihre Blicke richten sich alle auf diese Gestalt hier. Eins der Skelette geht in eure Richtung und stupst euch weiter nach vorn. Au. In welche Richtung will es? In diese Richtung hier. Okay. Ich würde, während ich in diese Richtung gehe,
Was steht denn hier unten? Also hier und hier, griffbereit, Richtung Tisch. Und hier unten, da sehen so, das sieht aus wie Scherben, oder? Mhm. Mach mal einen Perception-Check. Mhm. Das können alle machen, die sich umschauen möchten. Mhm. Na, nun. Ich bin blind. Okay. Celion und Tabby, für euch ist die Situation sehr stressig. Ihr versucht, irgendeinen Blick zu erhaschen, Sachen zu verarbeiten, aber das alles hier ist neu, fremd und dann ist da noch dieser grüne, beißende Rauch im Raum. Es ist unglaublich anstrengend für euch momentan. Alle anderen kriegen einen etwas besseren Eindruck und ihr könnt so ein bisschen differenzieren, was auf den Tischen steht. Ihr, vor allem auch Dr. Jockel kann das besser zuordnen. Ihr seht so Sachen wie Salzgläser, Gläser mit Knochenstaub, Mörser und Stöße, leere Fläschchen, Glaskolben, Reagenzgläser, tote Spinnen und andere Tiere, ein kleines Herz, Schlangenzähne, Skorpionsschwänze, Kräuter, Blüten, all sowas liegt da überall verteilt. Und dann nur sowas wie chirurgische Werkzeuge. Vor allem hier. Und wenn ihr noch ein Stückchen weiter geht, bewegt eure Token mal hier hin. Sehe ich auch Papier? Ja, Schriftrollen liegen auf dem Los, Tisch. Los, lauf! Okay. Da seht ihr etwas Der Opa Besonderes. Bleibt stehen. Auf dem Tisch hier liegt eine Leiche. Daneben liegen chirurgische Werkzeuge. Ihr seht eine Knochensäge, ein Skalpell, Nadel und Leinen und all sowas. Und direkt daneben liegen drei tote Kreaturen, die allesamt so aussehen. Hm. Was zum... Was? Was ist das? Kennt Tillion das? History Check. Ja. Alle mit 10 oder höher kennen diese Kreaturen. Oh nein. Es fühlt sich deiner Meinung nach um Umpalumpas. Ja, Tabby hat keine Ahnung, aber der Rest von euch weiß, dass es Sturges sind. Das sind quasi große, so faustgroße Insekten. Bisschen größer noch. Blutsauger. Ja, wie so riesige Moskitos, die ihre Opfer leersaugen. Und diese ganze Szene hier sieht so aus, als ob an denen und an der Leiche herumexperimentiert wurde. Hier drüben seht ihr noch einen kochenden Topf, aus dem dieser grüne Rauch, der sich im Raum ausgebreitet hat, aufsteigt. Tillion wird in Gegenwart der blutigen Leiche und diesen Sturges blass. Also wird einfach so. Der Vampir hier vorne hat euch zwar bemerkt und wirft auch einen flüchtigen Blick in eure Richtung, aber macht sonst nichts weiter, ne? Er fixiert noch so ein bisschen die Decke auf dem Käfig, damit die nicht runterfällt. Und dann fängt er einfach ganz langsam an, zu seinen Aufzeichnungen zu gehen. Und statt selber etwas aufzuschreiben, schnipst er mit den Fingern und ihr seht plötzlich, wie eine Feder, die auf dem Tisch liegt, von einer sich selbst formenden magischen Hand, die plötzlich auftaucht mit dem Schnipsen, in die Hand genommen wird. Also da fliegt jetzt eine quasi lilane astrale Hand mit langen Fingernägeln, die die Feder selber schwingt, im Rhythmus zu seiner sich bewegenden Hand. Und diese fliegende Feder schreibt Notizen in sein aufgeklapptes Buch. Wie die Feder. Kann ich die Notizen erkennen, weil ich ja doch recht nah dran stehe? Oder ist es zu weit weg? Ja, du kannst einen Blick drauf werfen. Und kannst sogar einen Teil davon lesen, weil du Elfisch sprichst. Das ist Elfisch. Und für den Bruchteil einer Sekunde liest du Wörter wie Experiment gelungen. Tag 73. Und dann spürst du wieder puck hinter dir den Speer und ihr werdet weiter Richtung Käfige getrieben. Okay, sehr gut. Oh, Entschuldigung. Einer der Gnoll-Skelette läuft jetzt zu Tillion. Und knochenklappernd bleibt ihr bei dir stehen und du siehst, wie er ein Messer zieht. Und das Messer langsam in Richtung deiner Fesseln geht. In dem Moment möchte Tillion seine Hände, kurz bevor das Messer die Fesseln freischneidet, möchte Tillion seine
seine Hände aus den Fesseln beschreiben und macht so eine Street-Magier-Bewegung vor seinem Gesicht, so Magic. You wanna see some Street Magic? Deine Hände sind frei, das Seil fällt runter. Das Knäuel-Skelett steht da, als würde es nicht verstehen, was gerade passiert ist. Sehen wir das, dass es passiert? Ja. Ihr seht, wie das Seil runterfliegt und das Messer einfach in der Luft gehalten wird, ohne irgendwas durchzuschneiden. Das Knäuel-Skelett scheint mit der Situation überfordert und bewegt sich erstmal so für 5 Sekunden nicht. Kann ich in der Zeit nochmal zu meinem Schuh greifen? Es ist ja jetzt gerade niemand hinter mir, oder? Es ist noch ein weiteres Skelett hinter dir. Ja, ja, aber nicht direkt. Mach mir noch einen Stealth-Check, wenn du es geheim machen möchtest, und einen Sleight of Hand-Check für die Aktion. Ist der denn gerade auch auf Tyrion fixiert, der hinter mir, oder sieht er das gerade nicht? Der guckt in eure Richtung. Okay, also Stealth. Und noch einen Sleight of Hand-Check. Okay. Die Knäuel-Skelette fokussieren sich auf das, was gerade bei Tilion passiert. Du nutzt den Moment und greifst einen Gegenstand aus deinem Schuh. Wo möchtest du den verstecken? Was möchtest du damit machen? Ich verstecke den Gegenstand erstmal. Also ich habe einen kleines Messer, so einen kleinen Dolch aus dem Schuh gezogen und lass ihn in meinem Ausschnitt verschwinden, in meinem Kleid. Damit ich besser rankomme. Krieg das mit. So glaubst du zumindest. Von hier hört ihr ein leichtes Seufzen. So fast schon väterlich. Wie ein Erwachsener, der seufzt, wenn ein Kind hinfällt oder so. Dann geht er langsam weiter. Das Knäuel-Skelett vor dir, Tilion, gewinnt seine Fassung wieder und zeigt jetzt mit dem Messer auf den Käfig vor dir. Öffnet auch die Tür. Welcher Käfig? Der oder der? Der untere? Dieser hier. Ja. Okay. Die Tür geht rauf und ich würde hineingehen. In welchem Zustand ist der Käfig, wenn ich die Tür begutachte und so? Ist das marode? Ist das... Ist gutes Holz. Fuck. Das hat Tilion gerade gesagt. Fuck. Aber es ist nur Holz, kein Eisen oder so. Das ist scheiße. Okay. Und hinter dir wird die Tür zugehauen und dann geht das neue Skelett der Reihe nach zu euch. Und das Szenario wiederholt sich. Der Dolch geht hält schon so ihre Hände hin, ganz erwartungsvoll. Und er schneidet das Seil durch und zeigt auf den nächsten Käfig, öffnet die Tür und fordert, dass du hineingehst. Ja. Ich würde gerne bereitwillig reingehen, aber meine Map lädt sich einfach gerade neu. Ich ziehe dein Token schon mal. Danke. Das gleiche also, bei Dr. Jocke. Sie geht da ganz bereitwillig rein. Ich halte ihm meine Hände hin. Und er schneidet das Seil durch. Endlich! Ich warte schon, Befürchtung. Und zeigt auf Opa, wohin gehst du? Und wenn ich dann... Die Speerspitze des nächsten Skeletts wird jetzt Richtung zwischen dir und dem Tisch ausgestreckt in die Luft gehalten, wie so eine Barriere. Wie groß ist so ein Skelett? Ungefähr 1,60. Also es ist nicht mehr Medium? Es ist Medium? Doch. Okay, dann... Würde ich gerne einen Gust of Wind machen gegen den. Poste Gust of Wind. Und beschreib mir, was passiert. Oder was genau das macht. Während ich merke, dass ich aufgehalten werden soll, tue ich so, als würde ich so unvorsichtig, oh nein, als würde ich stolpern. Dabei stoße ich aber in Wirklichkeit auf. Und aus meinem Mund kommt so ein leicht bläulich ekelhafter Dunst, den ich gezielt so auf seine Beine richte. Also wirklich so. Das sieht von außen vielleicht nicht so aus, aber da ist schon Schwung dahinter. Und durch den erzeugten Wind stößt du das Skelett nach hinten. Ich bin völlig. Das freut mich aber. Also ich. Tüdelü!
plötzlich vor der Tür hörst du eine Stimme. Nämlich von ihm hier. Der die Hand hebt, um ihm hier zu symbolisieren, dass er dich nicht töten soll. Denn er macht schon so einen aggressiven Schritt auf dich zu. Du siehst, wie der Kiefer aufschnappt, die Fangzähne so ein bisschen anfangen zu sabbern und du hörst dieses. Aber der andere macht einen Schritt auf euch zu. Nein, nein, ich komm schon klar mit der Tür, danke. Und dann brauche ich von dir erstmal einen Wisdom Saving Throw. Okay. Und du hörst Folgendes. Ah, ein wirklich fulminantes, ja gar ikonisches Exemplar. Erweist mir die Ehre. Ein Mann der Bildung! Geht in den Käfig. Und du spürst, wie die Stimme sich in deinen Verstand bohrt. Und plötzlich hast du das Gefühl, dass er ein guter Freund von dir ist. Und du hast den Drang zu tun, was er dir sagt. Okay. Ah, Grusel-Vampir-Stinknase, alter Kumpel, für dich doch immer. Und die anderen kriegen das mit. Ihr habt das Gefühl, also ihr seht wirklich, dass das, was diese Stimme gerade gesagt hat, so einen Einfluss auf Dr. Jockel hat, dass er tut, was er sagt. Wir Entschuldigung, haben das aber auch gehört. Das war jetzt also nicht in seinen Gedanken oder so. Was? Wir haben das auch gehört. Der war hat das laut aber gehört, nicht in seinen Gedanken oder so gesprochen. Okay. Verzeihung, Herr Stinkegul. Danke. Das nächste Skelett geht zu Tabi und will die Seile losmachen. Tabi, halt dabei die Augen zu. Dann hörst du einfach nur, wie eine Klinge in deine Richtung gefuchtelt wird und dann wie etwas durchgeschnitten wird. Plötzlich löst sich der Halt, der Druck um deine Armgelenke, du spürst ihn nicht mehr und bewegst du dich dann? Ich bewege mich. Okay, dann zeigt das Skelett auf die nächste Tür, die es öffnet und verlangt, dass du hineingehst. Ich wollte fragen, nochmal nachträglich, auch wenn es vielleicht ein bisschen spät ist, ob ich beim Zuschlagen des Käfigs vielleicht ein Stofffetzen meiner Tunika zwischenschieben konnte, um das komplette Schließen des Mechanismus zu verhindern. Slide of Hand Check. Kein Problem. Etwas Stoff hängt zwischen dir und der Tür. Also nicht, hängt in der Tür, in dem Schlitz. Ja. Habe ich das gesehen? Nein, das ist zu schnell. Okay. Wie groß sind die Abstände von den Brettern von meinem Käfig? Also hätte ich da Platz, einfach rauszuklettern. Da du etwas kleiner bist, möglich, wenn du es sehr geschickt anstellst. Ich würde es gerne versuchen. Du stellst es dir schwierig vor. Und es wird ein bisschen dauern, ne? Wie wenn so ein Hund oder so versucht, sich durch so ein enges Geländer zu drücken. Und es dann doch irgendwie auf wundersame Art und Weise versuchen, aus dem Käfig hinten rauszuklettern. Wenn du das jetzt machst, kriegen das natürlich alle mit. Ach, stimmt. Ja, okay. Ja, stimmt. Da steht da noch Blicke auf dich gerichtet sind, genau. Das nächste Skelett geht zu Lilly. Und fordert dich auf, in diesen Käfig zu gehen. Ja, bye, ich verstehe schon. Minxi. Ja, also, ja. Unter dir, in dem Käfig mit dir, quasi auf dem ganzen Boden, es fällt dir schwer, nicht da drauf zu treten, liegt eine Leiche. So. Die eines Menschen. Es riecht unangenehm und du hast kaum Platz, dich da richtig hinzustellen. Wie alt ist die schon? Alt. Wie weit verwest? Weit. Okay. Habe ich auf dem Weg nochmal in die Notizen gucken können, als ich dran vorbeigegangen bin? Habe ich noch irgendwas sehen können? Wenn du das machst, ja, klar. Du kannst noch mal einen Blick drauf werfen. Du liest noch eine weitere Zeile und erschließt dir noch mehr, was da drin steht. Das ist so eine Art Tagebuch eines Forschers. Jemand, der versucht hat, mehrere Tränke zusammenzumischen, neue Errungenschaften zu erreichen und Kreaturen zu kreuzen. Mhm.
Der während. Sorry. Ja. Mach du das nicht. Ich würde auch sagen, während die darüber gehen mit Lilly, würde ich gerne meinen Hahn kramen und mein Diebeswerkzeug da rausholen, unbemerkt. Okay. Bevor du das machst, passiert noch was. Aber Tilion möchte auch was sagen. Genau, ich würde, ich sehe ja, dass sie da nicht alleine ist in dem Käfig, die Minx, ja? Und Tilion würde wie reagiert Minx auf diese Leiche, die da liegt? Ja, ist nicht die erste, die sie gesehen hat. Also eher unbeeindruckt, ein bisschen genervt davon, dass die jetzt unbedingt bei ihr liegen muss und nicht bei irgendwem anders. Ja, Tilion würde so seine Hände aus dem Käfig rausnehmen, so ein bisschen, um auch den Stofffesten zu verdecken, so lässiger, wie man sich das so anlehnt, fast vorstellt, guckt in den Käfig rein und sagt dann, na, würdest du sagen, dass du auf ihn stehst? Also wenn ich die Wahl hätte zwischen ihm und dir, dann sieht's schlecht aus für dich. Aber ihr riecht ungefähr ähnlich. Tilion lacht. Und auch er hier lacht. Und guckt jetzt auf, setzt sich hin in seinem Stuhl, faltet die Hände und ihr seht auch so richtig lange, scharfe Fingernägel. Und dann sagt er, während er in Minxis Richtung guckt, oh, verzeiht mir. Da habe ich nicht dran gedacht. Und meine Diener. Nun, entschuldigt ihr unsägliches Verhalten. Ihnen mangelt es etwas an Intellekt. Ihr könnt auch diesen Käfig da benutzen. Und er zeigt auf die andere Seite, auf diesen hier. Wo? Habe ich nicht gesehen. Auf die andere Seite. Hier. Der neben Lilly. Dann schnippst er mit den Fingern. Ja. Die Tür vor dir öffnet sich. Und diese hier öffnet sich. Entschuldigung, okay. Herr Skelett, Vampirmann, Stuhlperson. Mein Käfig ist auch nicht ganz, was ich mir vorgestellt. Also. Weswegen? Also lügst du oder? Ja, ich würde lügen. Deception Check. Sekunde. Okay, zwei Sachen. Zuerst einmal. In dem Moment, wo du ihn so komisch ansprichst, dreht er sich zu dir und dann sagt er: Ah. Geziemt euch eurer Situation, sonst werde ich meine hochherzige Laune noch vergessen. Mein Name ist übrigens Nostro Severin, Alchemist und Forschersfreund. Ungeschmälert ausgedrückt bin ich euer baldiger Meister. Und er spricht recht ruhig. Er guckt nicht. Wie war der danach? Severin? Severin, ja. Wie nochmal? Wie war der Name? Ich schreibe das auf. Nostro Severin. Ah ja. kennen wir den? Wissen wir, dass er der Big Boy hier ist?